Hallo und herzlich willkommen hier. Ja, wie soll ich anfangen? In der USA zusammen mit Arctic zum Rennen. Hallo. Ja, ich glaube, es ist noch gerade so alles drauf gekommen von der Moderation. Ich habe mich einmal verdrückt. Ich habe die falsche Taste in meinem Cockpit gedrückt. Da war die Aufnahme noch aus. Quasi. Ich weiß nicht, was für ein Setup ich nehmen soll. Ich weiß auch nicht. Der sagt Runde 6 härtere Mischung. Ich glaube, ich gehe noch einen hoch von dem Flügel her. Ansonsten lasse ich das gleich. Halt, so wie im Quali. Ja. In Anbetracht des Regens, des sich ankündigenden Regens. Ja, gut. Ja, einen Moment. Also ich würde dann momentan noch in Runde 6 auf Hard wechseln. Ich stelle jetzt erstmal 5 ein. Oh, der will er wieder undercutten. Ja, das. Ich glaube, länger halten. Meine Reifen haben 3 Runden mehr runter als deine, ne? Oh, ja gut. Und 3, die alle so minimal an der Bestzeit vorbei waren. Minimal, ja. Minimal. Also du hast dreimal eine 43,3 gefahren, so. Nee, an meine persönliche Bestzeit. Achso. Die warte ich immer um 0,05 oder so. Achso, ja gut. Auf jeden Fall cooles Setup. Irgendwie alle Teams immer nebeneinander aufgereiht. Guck mal, beim letzten Mal habe ich das mit dem Start relativ gut hinbekommen. Ach, das habe ich hier noch nie gerallt. Da sticht gleich einer innen rein. Nase an Nase. Okay. Warst du das? Na, Semmeln. Ich dachte schon. Gegen dich wäre ich das nicht gefahren. Oh, Hamilton hat einen Fehler gemacht, der war einmal aus. Einfach nur, weil du wahrscheinlich durchgeschoben wärst. Okay, also ich habe mich gerade mit einem echt geilen Manöver an Hamilton vorbeigedrückt, weil der musste einmal kurz seinen Rhythmus ändern. Und da ziehst du jetzt wahrscheinlich auch vorbei. Ja, ich glaube, das wird heute heiß. Oh ja. War ich vielleicht ein bisschen sehr defensiv im Reinbremsen, aber ich wollte auf jeden Fall keinen Crash zwischen uns beiden haben. Hamilton bremst sich gleich in rein. Glaube ich. Nee, zieh zurück. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das Rennen, wenn ich mir den Himmel anschaue, komplett trocken bleibt. Ja, absolut. Ist eigentlich das schönste Wetter, was wir bis jetzt am Wochenende hatten. Oh. Hier bin ich wieder mit 900 Grad unterwegs. So, jetzt hast du ein bisschen Abstand zu mir. Naja, üppig ist der nicht gerade. In etwa einer Viertelstunde soll es regnen, hat er mir gerade gesagt. Solange kriegst du die Reifen nicht rausgezögert? Nee. Ich weiß nicht, ob man davor noch stoppen soll. Muss man eigentlich. Ja, muss man absolut. Die Reifen werden das nicht so lange durchhalten. Aber die KI wird das nicht tun. Ich erinnere mich an das Rennen in Singapur, da hat die KI auch dreimal gestoppt. Also das ist nicht so, dass die immer die Ultimative. Naja, aber da habe ich auch 8-mal gestoppt oder so, keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich da ein bisschen orientiert. Boah, meine Reifen. Ich merke jetzt schon, dass die abbauen. Hab's immer wieder ein bisschen lang vergewaltigt. Also hier gehe ich teilweise bis zum Lenkeinschlag. Okay.
Also die kompletten Graz runter. Graz? Graz, ja. Also ein Grad, zwei Graz. Ja, genau. Das ist die Mehrzahl von Grad. Das ist nämlich neuerdings selber. Ah. Also quasi neuerdings. Oh Scheiße, jetzt hast du auch noch DRS. Ob ich dich nicht vielleicht besser vorbeilassen sollte? Ja, und dann mit DRS zurückschlagen. Nee, ah. Einfach nur, weil meine Reifen jetzt schon geile Dinge tun. Wir haben ja doch noch ein bisschen Rennlänge, ne? In der dritten Runde kommt das immer ein bisschen früh, wenn die Reifen dann schon sagen, wann ist eigentlich Ende heute? Mensch, Junge, nimm mich runter hier. Wann wird hier eigentlich heute aufgebockt? Bleib weg da, bleib weg da! Was hast du? Ja, da war der Kaugummi Asphalt neben der Strecke, wo du mich hingedrückt hast. Ich hab gar nichts gedrückt, ich bin einfach nur auf der Ideallinie geblieben. Und du warst auch noch hinter mir, das konnte ich im Spiegel sehen. Du bist auf die Ideallinie zurückgefahren, das trifft's wohl eher. Ja, ich hatte halt den kurzen Schlenker am Anfang. ausschweifende Gedanken. Ja, sonst noch eine Ausrede, der Herr? Ja. Was haben sie noch? Das weiß ich nicht. Müssen wir erstmal noch ein paar Manöver fahren. Die Reifen bekommen Farbe. Ja, ja. Naja, schauen wir mal. Also eine Runde, die 3 Sekunden langsamer war als die persönlich beste, ist 2,5, ist auf jeden Fall schon mal stark. Hat er dir gerade erzählt, oder was? Nee, das habe ich gerade oben selbst abgelesen. Ach so, weil das finde ich besonders schön, wie bei mir. Deshalb bin ich nämlich auf meiner ganz schnellen Runde im Q2, am Ende habe ich die Kurve versaut, weil der mir das klassische Manöver quasi gebracht hat, was ich vorher noch vorgeschlagen habe. Von wegen, du pusht eine Runde richtig hart, fährst eine absolute Bestzeit und kriegst in der letzten Kurve gesagt, dass deine Reifen viel zu kalt sind. Nee, es könnte eigentlich eher daran liegen, dass ich mal eben kurz auf dem Kaugummi-Asphalt war. Ja. Ja. Aber ich meine, du hättest halt überall teeren müssen. Als du noch mit der Teermaschine unterwegs war. Ja. So. Jetzt habe ich mal ein normales DRS, ohne vorher auf dem Kaugummi gewesen zu sein. Das ist natürlich a shitty piece of shit, ne? Zumindest for me and my thinking. Wer hat den denn gebracht? Menschen. Ah. Ja, and your English is not the yellow from the egg, ne? Ja, ja. Leichter Regen in 10 Minuten. Aber 10 Minuten sind über 5 Runden. Also ja. Wenn man auf hart gestartet wäre und die ein bisschen gezogen hätte, da hätte man auf jeden Fall den optimalen. Aber so musst du auf jeden Fall vorher wechseln. Ja. Ja, dein Vordermann fährt mit Standarddrehzahl, ja toll. Am schönsten wäre, wir glauben. Ja, ja. Ja, würde ich sagen, würde ich zurückfunken und ich bete. Ich glaube, mein Popschutz fällt mir gleich wieder in den Schoß. Meinst du? Obwohl ich den ja jetzt mittlerweile angesekundenklebert habe. Aber ich bin da gerade mit einer hastigen Lenkbewegung gegengestoßen. Ui. Quasi eine schnelle Korrektur wollte ich da noch vornehmen. Also die war quasi so schnell, dass die Hand hier quasi schon fast vom Lenkrad geflogen ist, kann man sagen. Quasi, ja.
den Bremspunkt nicht optimal erwischt. Das musst du mir nicht erzählen. Da mache ich seit 5 Runden. Aber da kannst du nicht rauszögern, man muss vorher stoppen. Dann hoffen, dass man auf hart durchfahren kann, das ist alles. Oh. Weil ich meine, wenn leichter Regen einsetzt, du weißt schon, dass du eigentlich gerade in die Box kommen solltest, ne? Ups. Ich fahre hier gerade wie in Trance, Hauptsache vorne bleiben. Ja, schön, das ist jetzt mein Boxenstopp-Runde eigentlich, ne? Du Arsch. Möchtest du auch mal das Gefühl haben, wie schön das ist, wenn der Box steht und die Crew, anstatt dich abzuhandeln, entspannt deinem Teamkollegen nachblickt mit ausschweifenden Blicken und dann erst registriert, dass er eigentlich gerade schon ein anderes Auto in der Box stehen haben? Ich meine, wenn du jetzt fair bist, machst du einen Uppercut, ne? Fair? Ich? Ja, stimmt, du bist ja so ein Hamilton. Oh. Der kommt ja einfach in die Box. Oder war das Alonso? Ich weiß nicht mehr. Wer war das mal? Wer eigentlich nicht in die Box kommen sollte und einfach in die Box gekommen ist. War das nicht irgendwann mal Michael Schumacher? Na, das war die Saison. Das war auch Hamilton, wo Rosberg vorne war, oder? Und Hamilton ist einfach eine Runde früher gekommen, oder? Ja, weiß nicht. Hamilton ist alles andere als mein Lieblingsfahrer. Er ist ja nicht schlecht, das kann man ja auf keinen Fall sagen, aber so was man bis jetzt so von denen immer so mitgekriegt hat, ist ja wohl irgendwie auch ziemlich assi. So, und jetzt fahren wahrscheinlich alle in die Box und ich darf noch eine Runde dranhängen. Toll. Hättest mich einfach früher dran erinnern müssen. Und jetzt fahr in die Box, aber schnell. Ich fahr hier schon quer für dich. Ja, ich bin in der Boxeneinfahrt erstmal mit Vettel kollidiert. Ey, aber... Soll ich jetzt die Nummer bringen, die Reifen über die Distanz zu bringen? Ja, keine Ahnung, mach was du meinst, aber das war auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall nicht mehr allzu viel Reifen drauf. Ich meine, das war super optimal gelöst. So, jetzt ich warte. Irgendwer muss... Ja, ist nur... Drei Autos sind an mir, ja, ich konnte jetzt ja nicht über Hamilton schimpfen und selber genauso. Ja, du hast vor allem dafür gesorgt, dass ich drei Positionen zurückgefallen bin und jetzt mitten im Verkehr gelandet bin. Geil. Ja, das ist einfach nur entspannt die Linie reinziehen müssen. Ich habe dir sogar doch vorhin im Training noch Gummi in die Kurve quasi einmassiert. Wenn ich denke, dass du in die Box fährst, ne? Und dann fährst du auch einmal dran vorbei. Ja, ich wollte dir doch nur deinen Boxenstopp gönnen. Ja gut. Eigentlich auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon mal zwei Leute wieder überholt. Da vorne ist Vettel. Dieses Anbremsen jetzt entscheidet, ob ich noch eine Runde draußen bleib. So, bitte gib mir DRS. Ich glaub schon. So, DRS, dankeschön. Ich muss diese Runde an die Box. Ich sag mal so, die McLaren Crew wird gleich nicht glücklich sein. Denn die hört gleich nochmal einen schönen McLaren vorbei donnern. In der nächsten Runde gibt es nämlich Intas. Rosberg stoppt angeblich nochmal, weil er jetzt ja auf hart gegangen ist und dadurch jetzt noch einen langen fährt, bevor er dann wieder reinfährt. Auf jeden Fall gut gemacht, noch über der halben Rennlänge. Aber aktuell ist noch kein wirkliches Interswetter, ne? Na, absolut nicht. Absolut noch trocken. Gerade rausfahren sind auch noch auf Trockenreifen. Bin ja jetzt momentan stabil Fünfter.
Ah, ich habe gerade noch mal einen schlanken Lilanen gefahren. Mal, ich weiß nicht, ob ich auf Inters gehen soll. So, innen an Dings vorbeigebremst. An Hamilton. Jetzt wartet Ricardo. Soll ich noch eine Runde riskieren, draußen bleiben? Irgendwie trage ich die schon. Du bist tot für mich. Hm? Für mich bist du gestorben. Hey, da hab ich so nett Platz gemacht. Ja, Platz gemacht, ja. In der Box, ja. Du musst es nicht dieses Gefühl haben, von allen ignoriert zu werden. Machst du jetzt richtig anfangen zu schütten? Das wird es aber nicht. Meinst du, das tröppelt jetzt so weiter? Ich denke mal, so bis Runde 10 oder so dauert es bestimmt noch, bis sich Inters lohnen. Dann muss halt getragen werden. Auf welchem Platz bist du aktuell? Ja. Aber in Schlagreichweite zu Ricardo. Ich rutsch manchmal durch die S's noch mit einer Bestzeit. Nur halt die Bremspunkte werden langsam träge. Ich meine, ich habe mittlerweile 5 Runden nach Wunschboxenstopp. Was fährst du so für Rundenzeiten? Ich glaube 45 tief, glaube ich. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt wahrscheinlich an Ricardo freibremsen. Boah, soll ich jetzt rein oder raus? Ich weiß es nicht. Oh. Das war böse, Ricardo. Da hat er mir übel mitgespielt. Jetzt parallel zu Vettel. Aber den hole ich mir. Hoffentlich wird's nicht nasser, ich gehe jetzt auf hart. Das wäre scheiße für die letzten 4 Runden noch ein Stop. Ich hätte vorhin fahren sollen. Ja, ich war gerade so schön nah dran an Ricardo und dann die Aktion gerade. Ah, gib doch endlich hier Tempolimit frei! Ja, genau, fahr doch vorbei, dumme Sau. Hat ja noch nie. Ah, jetzt ist er auch noch vor mir gelandet, ey. Ja, natürlich. Da, wo ich hingehöre, ne? Ja. So, Freundschaft ist beendet. Ab jetzt ist eisig kalt im Fahrerlager. Meinst du, wir trennen uns nächstes Jahr beide vom Team? Ich gehe nach Ferrari und du gehst nach Marussia oder so. Aber als Testfahrer gehst du nach Ferrari, nach Marussia. Die können sich doch gar kein Testfahrer meines Niveaus leisten. Meinst du, dein Gehaltsniveau ist höher als dein Fahrerniveau? Nee. Abu, Junge. Lakshu. So, jetzt bin ich aber nah. Jetzt bin ich aber wieder nah dran an euch. Ich hoffe, ja, ich hab DRS. Ha. Wird auch gelacht. Manchmal wünsche ich mir wieder Formel 1 ohne DRS. Kann man zumindest noch vernünftig verteidigen. Oh, es wird aber Zeit für Inters fast. Nee. Ich will es aber auch nicht beschwören. Weil dann hätte ich jetzt noch eine Runde draußen bleiben können. Ah, ist absolut noch kein Interwetter. Also, man ist ja noch absolut fahrbar, vor allem auf der Ideallinie. Rosberg setzt sich ja mal übelst ab. Ich bin gerade eine 2 Minuten 8 gefahren. Achso, Boxenstopp, okay. 1,46,2 gerade.
Jetzt kommt er gleich mit DRS vorbei. Erstmal schon mal eine schöne Linie auf die Dings raus. Jetzt noch DRS auf. Boah, du bist schnell. Du bist gar nicht so langsam. Da war es aber noch ein Stück weg, ne? Also, ich habe einmal kurz am Getriebe angeklopft, aber ich wollte auch nicht durchziehen, weil ich mir dachte, das endet nur in einem Malheur. Hier fahre ich ja eh mal eine etwas andere Linie. Holst du mehr Schwung, meinst du? Ne, ich hole weniger Schwung, ich fahre die ein bisschen abgehackter, die eine Kurve. Ja, Kleberasphalt. Schön. Da wurde mal einmal die Handbremse angetestet. So, jetzt habe ich auch hier DRS. Scheiß DRS immer. Nico ist direkt hinter dir und fährt etwas bessere Rundenzeiten, was? Kann Niki. Nicht sein. Ja, Niki, also du bist hinter mir und fährst etwas bessere Rundenzeiten. Ich glaube, genau umgedreht. Boah, bin ich da eigentlich gut durchgekommen, aber jetzt gerade gar keine Traktion mehr gehabt. Oh, war ja, ey. Da war ich im Endeffekt schon direkt dran an dir und dann... Ja, ich hab's gemerkt, aber ich bin extra schön die Ideallinie voll ausgefahren. Aber jetzt muss ich sagen, du merkst die Nässe. Ja, aber für zwei Runden lohnt das nicht mehr. Ja. Jetzt musst du durchziehen. Die Reifen werden auch ziemlich kalt. Boah, bist du da spät auf Bremse gewesen. Boah, die Kurven sind fies im Regen. Ja, genau! Ich bin mir jetzt hier neuerdings B3 oder was bei Test Drive. Was? B3? Achso, Offroad, okay. Ja, sorry, aber... Das war aber kein Undercut mehr, das war mehr so ein Wegcut. Ja, ich wollte halt den Unfall vermeiden. Ich hab dich ja auch wieder vorgelassen. Ist doch alles gut, oder? Ja, ja. Sah aber lustig aus. Weil du, weißt du, ich so in letzter Not irgendwie um die Kurve rum und dann sticht da so ein Arktik quer über die Wiese durch. Ja, eigentlich war es nur über die rote Fläche, aber egal. Ja, alles dasselbe. Also jetzt ist offiziell interfähiges Wetter, würde ich sagen. Ja, aber jetzt zwei Runden, was willst du machen? Bin viel zu spät in die Box gegangen, ich hätte den ersten kriegen können. Ich hatte nämlich locker 8 Sekunden oder sowas verschenkt, als ich, ich habe jede Runde ungefähr 2 Sekunden Verlust gemacht quasi, als ich mit den total abgerockten Reifen gefahren bin. So. Jetzt ging hier gerade gar nichts mehr, da ging gar nichts voran. Ich habe es gesehen, da war irgendwie nicht so recht die Beschleunigung zu sehen an der Karte. Also meine Hinterreifen sind fertig irgendwie. Ja, doch deutlich älter als deine. Aber ich glaube, aktuell sind es nicht die Reifen, sondern der Regen. Weil bei mir fährt es sich auch nicht angenehm. Und das, obwohl die quasi noch. Da ist gerade die Frischhaltefolie ab. Obwohl jetzt Bitumen pinseln macht auch keinen Sinn. Ja. Boah, der hängt hier schon voll im Wheelspin. Kommt gar nicht aus dem Gang raus. Du hast aber echt Probleme gerade, ne? Ja. So wie die da auf dich auflaufen, habe ich ja fast Angst, dass du noch den dritten abgibst. Nee, das wird jetzt hier mit dem Messer zwischen den Zähnen verteidigt in der letzten Runde.
nur, ich habe halt echt gar keine Traktion mehr. Also mir, ich bleib echt stehen, wenn ich aufs Gas trete. Ah. Ich komme halt nicht mehr aus den Gängen raus. Ich muss immer manuell schalten. Aber damit komme ich noch irgendwie weg. Ja, ich streiche das Gaspedal halt nur und bin trotzdem immer sonst wo im Wheelspin. Ja. Problem ist auch, die Reifen sind bei mir komplett ausgekühlt. Durch den Regen. Ja, meine sind dazu noch abgefahren. Da war meine Strategie vielleicht doch gar nicht so dumm. Also die nicht vorhandene. Alter, jetzt kommt er aus dem vierten raus? Nö. Oh, hier ist böse. Pass hier bloß auf. So. Ja, wenn du jetzt noch den zweiten abgeben würdest, das wäre ja was. Nee. Ah, doch, machen wir. Ich hab dich gerade schon in der Vorbeifahrt gesehen, ehrlich gesagt. Ja, aber ich hab den Bremspunkt auch total verpeilt, also. Aber es gibt auch gerade nicht mehr so wirklich Bremspunkte, es gibt nur noch Rutschpunkte. Also manuell schalten ist jetzt hier komplett Pflicht. Nico, ey, der Arsch. So, zum Glück kommt die Zielgerade früh. Meinst du, dann wär's nicht mehr geworden? Boah, ich hab nicht gedacht, dass ich vor dir bleib. Also ich weiß, du hast auf jeden Fall in einer siebten Runde nochmal 2 Sekunden verloren. Das war auf jeden Fall eine krasse Sache. Oh. Und ich würde sagen, wir spulen mal ein bisschen vor, damit wir uns mal ein bisschen feiern sehen können. Ja, aber wahrscheinlich meine Holt eh. Nee, er hat mal die Arme in die Luft und nicht um den Helm wegzuschmeißen. Ja, im Park für mich gibt's halt keine Trauer, ne? Ja. Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns heute vom Rennen und sehen uns dann nächste Woche, wenn es nach Sao Paulo geht, wenn ich mich nicht vertue. Yo, ciao. Ciao.